Jonas Hiedler. Er hat seine gesundheitlichen Probleme überstanden, ist wieder zurück auf dem Eis und hat sein erstes Spiel absolviert, heute in Helsinki. Nach 8 Monaten Pause war der Einlauf für Hiller eine Erlösung. Am Schluss habe ich einfach probiert zu konzentrieren und aufs Spiel vorbereiten. Aber nein, es war natürlich extrem schön und ein gutes Gefühl, dass ich halt wieder spielen kann und mich gut gefühlt habe. Und von dem her ist es etwas, was ich aufbauen muss. Speziell auch der Schauplatz des Saisonauftakts in Finnland, der Heimat der DAX-Stars Selene und Koivu und dem WM-Ort des nächsten Frühlings. Hiller ist nach seinen Schwindelanfällen wieder fit und musste seine Fitness schnell unter Beweis stellen, denn Koivu kassierte früh eine Strafe. Die Gegner der DAX, die Buffalo Sabres, bauten im Powerplay viel Druck auf. Hiller parierte mehrmals, doch beim dritten Anlauf des Österreichers Thomas Vanek war er geschlagen. Auch als die DAX wieder komplett waren, lief das Spiel der Sabres, als ob sie einen Mann mehr hätten. Hillers Verteidiger kamen regelmäßig einen Schritt zu spät und auch ein gesunder Hiller wurde fast schwindlig von den Pässen. 0:2, diesmal durch den Finnen bei den Sabres, Ville Leino. Hiller stand auch im zweiten Drittel im Mittelpunkt. Er musste kurz einen kleinen Materialcheck machen, nachdem er von Stafford von den Kufen geholt worden war. Ansonsten wusste Jonas Hiller zu glänzen, wie hier auf den Schuss von Jason Bomervie. Aber nicht vollumfänglich zu überzeugen. Nach dem Anschlusstreffer der DAX ließ sich Hiller eher unglücklich erwischen. Diesmal blieb Bomervie Sieger. 1:3. Teamkollege Lukas Bisa verdeckte Hiller möglicherweise etwas die Sicht. Und wenn man schon kein Glück hat, kommt auch noch Pech dazu. Die Sabres im Powerplay. Hiller wehrte ab, doch im Gestocher kickt Fowler den Puck ins eigene Tor. 1:4. Es blieb bei der Niederlage, doch Hiller war erleichtert, beschwerdefrei durchspielen zu können. Ich war natürlich froh, wieder mal einen Ernstkampf bestreiten und das Gefühl, es ist nicht schlecht gelaufen. Am Schluss habe ich blöde Goal oder Bad Bounces, ein bisschen unglücklich, aber es gibt es halt. Aber nein, im Großen und Ganzen bin ich nicht zufrieden. Am Ende jubelte aber nicht Hiller, sondern sein Buffalo gegenüber Miller.